Die Aufgabe des Strikers ist es, den Ball möglichst so übers Netz zu bringen, dass die gegnerische Mannschaft den Ball nicht bekommt. Und in der Abwehr ist es auch seine Aufgabe, den gegnerischen Striker zu blocken, also am Angriff zu hindern. Normalerweise sind sie eher klein und beweglich. Also die asiatischen Spieler machen meistens einen Salto, treffen den Ball am höchsten Punkt und landen dann wieder auf ihren Füßen. Aber man kann auch groß sein, dann hat man den größten Vorteil für sich, kann auch mal mit dem Kopf einen rüberspielen, wo andere nicht drankommen. Oder man hat halt lange Beine und nutzt die dann aus.